Der Wasserstadt Triathlon Hitzekrimi. Mein zweiter Mitteldistanz-Triathlon sollte 2019 mal wieder in Limmer stattfinden. Regelmäßig trainieren tue ich. Nicht immer ganz zielführend, aber sehr regelmäßig. Das sollte somit schon klappen. Eine Woche vor der Mitteldistanz in Limmer absolvierte ich einen Sprint-Triathlon im Maschsee mit weiteren Sportlern aus der Von Null auf Sprint-Gruppe. Eigentlich wollte ich mit einer olympischen Distanz vorweg üben, aber ich entschied mich für die Gruppe und absolvierte einen für meine Verhältnisse recht schnelle Sprintdistanz. Alles lief prima. Beim Schwimmen war ich unter den Top 10, die aus dem Wasser kamen. Auf dem Rad hat mich keiner überholt. Vielmehr habe ich etliche Teilnehmer einkassiert und ich schaffte eine neue persönliche Bestzeit. Blöd war nur, dass ich mir beim Reinlaufen in den Maschsee zwei fiese Schnittwunden am Fuß zugezogen hatte. Die müssen unbedingt zum Wasserstadt-Triathlon verheilt sein. Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen. Dann am 2. Juni sollte es in Limmer losgehen. Zum Glück starten wir erst um 12 Uhr. So konnte ich ein wenig ausschlafen, denn in der Nacht zuvor war ich auf einer Hochzeitsfeier. Mein Vorhaben, nicht allzu lang zu feiern und spätestens gegen 2 Uhr im Bett zu sein, schlug fehl. Es wurde 4 Uhr. So musste ich mich mit 4 Stunden Schlaf zufrieden geben. Dann um 8 Uhr aufstehen, Sachen packen und los mit dem Rad nach Limmer. Der Veranstalter, Peter Augert, hatte gut lachen, als er mich sah. Denn er kennt meine Vorliebe für Eisbaden bzw. Sport bei Kälte in kurzen Klamotten. Es werden heute 33 Grad werden. So lachte er mich an. Oh Mann, das wird hart. Sehr hart für mich. Ich bin noch müde, die Temperaturen steigen unaufhörlich und ich mache mir echt Gedanken, ob das heute zu schaffen ist. Ich wollte meine Zeit, 6 Stunden, 4 Minuten, 28 Sekunden von 2018, irgendwie ein wenig toppen und strebte die Sub-6 an. Also unter 6 Stunden. Jedenfalls hatte ich das jetzt überall rum erzählt. Vielleicht hätte ich mal lieber die Klappe halten sollen. Also gut, rein in den Neo und für den Start alles klar gemacht. Hoffentlich bekomme ich nicht zu viele Tritte und Ellenbögen von anderen Schwimmern ins Gesicht. Und hoffentlich bleibt meine Schwimmbrille dicht. So meine immer wiederkehrenden Befürchtungen bei jedem Triathlon-Start. Jetzt noch ein paar Streck- und Dehnübungen. Und die Schenkel, Arme und Brust abgeklopft. Wer bei Hannover 96 Athletiktraining von Kerstin Brenker mitmacht, der weiß, wovon ich spreche. Ab ins Wasser und eine gute Position suchen. Die Uhr startklar, die Brille sitzt, der Neo ist geflutet. Es kann losgehen. Der Start war gut und nach ca. 200 Metern konnte ich mich freischwimmen. Und die Kollisionen mit den anderen Schwimmern ließen nach. Mein Neo sitzt perfekt und bringt mir eine super Wasserlage. Ich komme gut voran. Die Anspannung ließ nach. Und somit konnte ich mich mehr auf die Technik konzentrieren. Nicht zu schnell. Regelmäßig atmen. Arme richtig eintauchen. Kraftvoll das Wasser nach hinten drücken. Beinschlag aus der Hüfte. So kraulte ich die erste Hälfte der Strecke recht regelmäßig. Bei der Wendeboje konnte ich erkennen, dass ich mit meinem ruhigen Kraulstil im ersten Drittel war. Klasse, jetzt dranbleiben. So zog ich weiter und konnte mich auch gut orientieren. Jedenfalls geriet ich nicht wie letztes Jahr in den Gegenverkehr. Die Atmung blieb ruhig und ich konnte ohne Probleme die ganze Strecke im Kraulstil absolvieren. Circa 30 Meter vor dem Ausstieg machte ich dann ganz bewusst heftige Beinschläge und spritzte somit wie wild umher. Kerstin meinte, dass dieses wichtig sei, damit das Blut beim Raussteigen aus dem Wasser wieder gut in den Körper verteilt wird und man somit etwas stabiler ins Laufen kommt. Ich stieg dennoch etwas taumelnd aus dem Wasser und hatte wie bei jedem Triathlon den gleichen Gedanken. So, erste Disziplin geschafft. Weiter! Ich war mit mir zufrieden. Auf zur Wechselzone und dabei wurde ich von diversen Zuschauern angefeuert. Viele von denen kannte ich aus diversen Laufgruppen. Das motiviert. In der Wechselzone
lief es soweit gut. Ich kam aus dem Neo gut raus, lief zum Rad. Mist, meine Radschuhe sollte ich vorher anziehen. Habe ich doch in der Hektik total vergessen. Also schnell zurück. Naja, da habe ich vielleicht 5 Sekunden verloren. Wird hoffentlich nicht so schlimm sein. Dann mit dem Rad hinter der Linie losgedüst. Alles klappte ganz gut, aber der Wind war ganz schön stark. Also nicht, dass ich friere. Was ist denn das? Nein, es war schwer, so richtig Tempo zu machen. Was sagt die Uhr? Hä? Noch keine 45 Minuten um und ich bin geschwommen, habe die Wechselzone passiert und habe auch schon den ersten Kilometer auf dem Rad absolviert? Ich glaube, heute läuft es extrem super. Wenn ich wie geplant in 2 Stunden 50 oder 2 Stunden 55 mit dem Radfahren fertig bin, dann kann ich mir sogar beim Laufen Zeit lassen und würde das Ziel, in einer Traumzeit unter 6 Stunden zu erreichen, das sollte ich packen. Nach 5 Kilometern war mein Triathlonanzug wieder komplett trocken. Die Sonne tat gute Arbeit. Dann, ab Kilometer 20, tat mein Hintern so richtig weh. Das Sitzen auf dem neuen Sattel wurde immer unerträglicher. So ein Mist. Radfahren ist doch meine liebste Disziplin. Und nun wird sie wohl die beschwerlichste. Weiter. Nicht drüber nachdenken. Einfach weiter. Der Fahrtwind bringt etwas Erfrischung. Man schwitzt bei den 32 Grad Celsius nicht so dolle. Aber dennoch, bei jeder Verpflegungsstation nahm ich eine Wasserflasche entgegen und goss mir die Hälfte über den Kopf. Erst dann trank ich was. Anders als beim Sprint-Triathlon am Maschsee vor einer Woche, überholten mich heute etliche Konkurrenten. Nur bergauf holte ich mir einige Plätze zurück. Denn anders als beim Laufen ist das Bergauffahren mit dem Rad eine Stärke von mir. Mein Tacho zeigte lange eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 30,5 km/h an. Aber diese schmolz mehr und mehr dahin. Ich hoffte, die 90 Kilometer unter 3 Stunden zu bewältigen, aber davon verabschiedete ich mich nach der ersten Hälfte. Wenigstens 29,5 oder zumindest 29 km/h sollten doch möglich sein. So versuchte ich, die Schmerzen am Hintern zu ignorieren und verschlang alle 10 Kilometer ein Gel. Das lenkte mich etwas ab. Nach der erlösenden dritten Runde stieg ich vor der Linie ab. Nur keinen Fehler machen und eine Zeitstrafe riskieren. Das war immer meine größte Angst. Ich lief mit dem Rad in die Wechselzone. Schade. Leider war Radfahren überhaupt nicht gut. Ich brauchte etwas über 3 Stunden. Das Ziel sub 6 wird wieder unwahrscheinlicher. Egal, die zweite Disziplin ist vorbei, der Hintern kann sich erholen. Nur leider folgt nun meine definitiv schwächste Disziplin. Das Laufen. Rein in die Laufschuhe. Danke Jan Raphael für den Tipp. Die Schnürsenkel mit einfachen, billigen Unterhosen, Gummibändern auszutauschen. Dann Kappe auf den Kopf und los geht's. Ah, Mann, was ist das? Die Oberschenkel sind total verspannt. So schleppte ich mich auf die Laufstrecke und dachte gar nicht weiter nach, dass ich jetzt noch einen Halbmarathon laufen muss. Die ersten Meter hinter der Wechselzone jubelten viele Zuschauer allen Athleten aufmunternd zu. Nach ca. 200 Meter bemerkte ich, dass ich die Lap-Taste meiner Uhr noch nicht gedrückt hatte. Okay, wurde jetzt nachgeholt. Die letzte Wechselzeit wurde eben ein wenig länger aufgezeichnet. Was soll's? Nach 5,5 Minuten dann das erste Piepzeichen meiner Uhr. Mann, genial! Ich laufe mit einem 5,30er Pace. Wenn ich den weiterhalte, dann... nichts dann. Das kenne ich zu Genüge. Am Anfang ist es immer leicht und dann werde ich langsam wie eine Schnecke. Nicht drüber nachdenken. Weiter. Ein lieber Lauffreund Lothar feuerte mich am Wegesrand an und rief noch: Frank, nicht so schnell loslaufen. Ach, dachte ich, es läuft doch ganz gut eben. Nun, auch die folgenden 5 Kilometer blieb ich unter einem 6er Pace. Aber ich bemerkte schon, dass ich immer langsamer wurde. Mist, ich muss dranbleiben. Ich habe heute eine echte Chance, unter 6 Stunden zu finishen. Ich versuchte mich zu motivieren.
und machte mir alle guten Ratschläge wieder bewusst. Kerstin Brinker vom Hannover 96 Athletiktraining meinte immer: Frank, denk an die Arme. Schön nach vorn und hinten schwingen. Die Arme machen das Tempo, die Beine folgen automatisch. Achte auf einen aufrechten Laufstil. So versuchte ich ständig bei der Hitze meine Haltung zu optimieren. Aber immer wieder verfiel ich eher in eine schlürfende Vorwärtsbewegung. Bernd Witte vom Hannover 96 Athletiktraining: Frank, mach nicht zu große Schritte. Die Füße müssen nach hinten Druck ausüben. Du willst doch nach vorne laufen. Ich versuchte es, aber die Oberschenkel tun weh. Meine Schritte wurden kleiner, aber die Geschwindigkeit leider auch immer langsamer. Dann aber ein Lichtblick. Ach, falsch. Viele Lichtblicke. Alle paar hundert Meter standen Läufer von den Hannover Runners am Rand und feuerten uns Triathleten an. Und auch die Verpflegungsstände hatten sie in Besitz genommen. Denn überall, wo ich was zu trinken bekam, war mein Verein, meine Freunde. Da läuft man erhobenen Hauptes vorbei. Naja, oder zumindest versucht man es. Immer habe ich zwei Becher entgegengenommen. Ein Becher Wasser auf den Kopf und ein Wasser oder Isodrink getrunken. Ich muss aufpassen, dass ich das nicht verwechsle. Und überall, wo Dörte mit dem Wasserschlauch stand, da rief ich schon von Weitem: Wassermarsch, volle Breitseite! Und ließ mich so richtig klatschnass spritzen. Was für eine Wohltat. Hält leider nicht lange vor. Und meine Uhr, insbesondere die Laufzeit, sagt nichts Gutes. Okay, ich versuche wenigstens einen 6er Pace zu laufen und schaue nach der ersten Runde, wie viel Zeit mir noch bleibt. Am Wendepunkt und somit nach der halben Strecke blieben mir noch etwa 66 Minuten bis zur 6-Stunden-Marke übrig. Das müsste reichen. Ich darf nur nicht langsamer werden. Und so versuchte ich mich abermals irgendwie zu motivieren. Jan Fitschen sagte mal: Wenn du beim Wettkampf von Kilometer zu Kilometer immer langsamer wirst, dann betrachte nicht die vielen noch bevorstehenden Kilometer, sondern benutze die Salami-Technik. Schaue nur auf den aktuellen Kilometer und versuch den gut zu laufen. Danach den nächsten und so weiter. Ja, auch das machte ich. Und ich muss sagen, es funktioniert ganz gut. Ich konnte meine langsame Geschwindigkeit etwas stabilisieren. Aber ich rechnete mal wieder nach, ob es noch reicht. 13 Kilometer sind rum. Also noch 8. Ich habe noch ca. 50 Minuten Zeit. Also selbst wenn ich einen 7er Pace laufe, müsste ich es noch schaffen. Denn 7 mal 8 sind 48 Minuten. Ich kann also ruhig etwas Tempo rausnehmen, dachte ich und freute mich. Komisch, vorhin sah es doch rein rechnerisch viel knapper aus. Moment mal, halt, 7 mal 8 sind 56 und die habe ich nicht mehr. Ich habe nur noch 50 Minuten. Ich muss einen 6er oder 6,30er Pace laufen. Die Beine schmerzten. Ich verzweifelte und gab irgendwie mein Projekt Sub 6 auf. Aber dann kam mir mein lieber Doc Marquardt wieder ins Gedächtnis. Frank, du kannst es. Du kannst schnell laufen. Du willst nur nicht. Du musst es nur richtig wollen. Hatte er recht? Also, die kommenden 3 Kilometer lief ich mal schnell nach dem Motto: Du kannst das. Und auch mal langsam, nach dem Motto: Hat ja eh keinen Zweck. Scheint was dran zu sein. Die letzten 4 Kilometer fühlte ich eine Wut aufkommen. Ich bin jetzt über 5,5 Stunden in brütender Sonne unterwegs und soll jetzt hier, kurz vor dem Ziel, wieder wegen weniger Minuten oder gar Sekunden am Traumziel vorbeischrammen? Soll ich bei der Mitteldistanz genauso jahrelang der unter 6-Stunden-Marke hinterherlaufen, wie ich das beim Marathon bei der 4-Stunden-Grenze auch schon tue? Ich erinnerte mich an meinen alten Arbeitskollegen Stefan Sudmüller,
ein Ausnahmetalent im Laufen und Triathlon, der auch sehr erfolgreich jahrelang bei Hannover 96 dabei war. Frank, das ist alles nur Kopfsache. Hat er recht. Jedenfalls schaute ich mal wieder auf meine Uhr. Aber diesmal nicht auf die Zeit, sondern auf den Puls. Der lag mit 134 Schlägen noch im ruhigen Bereich und war noch weit entfernt vom H-Max. Also sind noch Reserven da. Mein Körper ist zwar erschöpft, die Atmung sehr schnell, die Beine schwer wie Blei, aber der Kreislauf hat definitiv noch genügend Reserven für mehr Geschwindigkeit. Das ist der Beweis. Schluss jetzt. Ich gebe jetzt alles. Ich schaue nicht mehr auf die Uhr. Ich kämpfe. Ich atme noch schneller und blendete alles um mich herum aus. Als dann der letzte Kilometer kam, da wurde es immer knapper. Einige hundert Meter weiter hatte ich nur noch knapp eine Minute Zeit. Und kurz vor dem Ziel war noch der Anstieg, den nur fitte Läufer gelaufen sind. Die meisten schlichen eher hoch. Wenn ich das Ziel jetzt nur sehen könnte, das wäre toll, so versuchte ich mich abermals zu motivieren. Markus Werner, Leiter von Hannover 96 Triathlon-Abteilung, kam mir ins Gedächtnis. Wenn ihr lauft, gebt alles. Kommt mir nicht ins Ziel und habt noch Kraft für ein kleines Schwätzchen mit dem Nachbarn nach dem Motto, na, wie lief's bei dir? Ihr müsst bis an die Kotzgrenze gehen. Ihr dürft im Ziel nicht mehr die Kraft zum Reden haben. Denn nur dann habt ihr wirklich alles gegeben. Manchmal kommt es auf Sekunden an und die können einige Plätze kosten. Ich hatte das früher nie so richtig ernst genommen. Auf die wenigen Sekunden wird es doch bei einem kleinen Hobbyläufer nicht ankommen. Oh doch, heute mehr denn je. Ja, Markus, ich gebe jetzt alles. Und so sprintete ich den Berg hoch und ich sah den Zielbogen immer näher auf mich zukommen. Egal, was die Uhr sagt, ich schaue nicht drauf, ich gebe jetzt alles. Und so lief ich die letzten Meter und bemerkte meine winkende Frau am Rande überhaupt nicht. Unter dem Zielbogen drückte ich die Lap-Taste meiner Uhr und hing erstmal total erschöpft am Absperrgitter. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht reden. Ich konnte irgendwie hier nur so rumhängen. Nach circa 2 Minuten Verschnaufzeit tippte mich meine Frau auf die Schulter. Ich erschrak. Ich hatte sie auf den letzten Metern nicht bemerkt. Ich versuchte sie anzulächeln. Ja, es ist geschafft. Ich bin im Ziel. Vorsichtig schaute ich auf meine Uhr. Meine Brille war von Schweiß, Cola und Gelresten total verklebt. Ich sah irgendwie eine 5. Das könnte bedeuten 6 Stunden und 5 Sekunden oder und 15 Sekunden oder noch schlechteres. Ich sammelte mich und schaute genau hin. 5 Stunden, 59 Minuten und 22 Sekunden. Sub 6. Scheinbar hatte ich es geschafft. Wenige Minuten später lief mein Lauffreund Thomas über die Ziellinie. Es war seine erste Mitteldistanz. Wir beglückwünschten uns. Nach diversen Fotos und den ersten Berichten über den Wettkampf holte ich mir die Trophäe ab. Nein, keine Medaille, sondern ein Weizenbierglas mit der Aufschrift Wasserstadt Triathlon Finisher. Der Veranstalter, Peter Augert, meinte immer, dass er extra keine Medaillen verteilt, da diese sowieso nur nutzlos rumliegen. Er verteilt lieber nützliche Dinge. So gab es letztes Jahr Kompressionsstulpen für die Waden und in einem Jahr zuvor ein Handtuch. Alles immer gut beschriftet mit Wasserstadt Triathlon. Ich finde, das ist eine gute Idee von Peter. Der restliche Tag war bis auf die schmerzenden, überlasteten Oberschenkel recht unspektakulär. Ich fuhr zusammen mit meiner Frau auf dem Rad nach Hause und versuchte, das Erlebte zu verarbeiten. Habe ich es wirklich geschafft?
Einen Tag später schaute ich in die offizielle Ergebnisliste im Internet. Kaum zu glauben, dass doch recht viele Sportler diesen Wettkampf mit knapp über 4 Stunden absolviert haben. Mit Schrecken entdeckte ich die Spalte Zeitstrafe. Und so einige hatten dort 30 Sekunden, eine Minute, ja sogar 5 Minuten verbucht. Ich wurde unruhig. Hoffentlich habe ich keine Zeitstrafe durch irgendeinen unabsichtlichen Patzer erhalten. Dann wäre meine Traumzeit dahin. Ich bin sauber, ohne Windschatten gefahren. Bin hinter der Linie aufgestiegen und vor der Linie abgestiegen. Und auch in der Wechselzone habe ich mich regelkonform verhalten. Dann sah ich meine Ergebniszeile. Es war kein Eintrag bei der Zeitstrafe. Und als Zielzeit stand 5 Stunden. 59 Minuten und 24 Sekunden. Nur 2 Sekunden Abweichung gegenüber meiner Uhr. Jetzt ist es offiziell. Ich habe es geschafft. Sub 6.